Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Weihnachten, das Fest des Friedens, steht bevor. Und doch gibt es so viele Kriege auf der Welt. In der Ukraine tobt nach wie vor ein schlimmer Krieg. Und die Auseinandersetzungen und die grausamen Verbrechen jetzt im Nahen Osten, in Israel, im Gazastreifen, belasten uns alle sehr. Wir spüren auch die Folgen der Inflation, der Energieknappheit, der Schwierigkeiten der Wirtschaft. Und es macht uns schon Sorgen. Valeo hat in dem Jahr angekündigt, 300 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Das belastet uns. Dennoch, glaube ich, gibt es auch viele positive Dinge zu berichten. Der Kreistag hat seine Hausaufgaben gut erfüllt. Und das gilt auch für die Gemeinderäte und Stadträte der Gemeinden in unserem Landkreis. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Es gibt eine neue Studie der deutschen Wirtschaft und da hat der Landkreis Sönn-Grabfeld unter 400 Landkreisen auf Platz 56 gut abgeschnitten. Da werden Eckdaten, strukturelle Dinge bewertet. Und es hat uns gezeigt, wir sind auf einem guten Weg. Wir treiben die Digitalisierung voran, den Breitbandausbau und die Infrastruktur im ÖPNV in unseren Schulen und sonstigen Einrichtungen. Wir haben das aber vor allem zu verdanken dem unermüdlichen Einsatz so vieler ehrenamtlicher Menschen in unserer Heimat. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich möchte mich auch bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern bedanken und all deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Überall sind gute Teams am Werk, um die Zukunft in unserer Heimat für unsere Kinder und Enkelkinder gut voranzutreiben. Ein herzliches Dankeschön dafür. So wünsche ich Ihnen und euch allen frohe, fröhliche und gesegnete Weihnachtsfeiertage. Nutzen Sie die Zeit mit der Familie, spannen Sie ein bisschen aus, machen Sie mit Freunden das eine oder andere, rutschen Sie gut ins neue Jahr und für 2024 alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen.